Ansonsten, glaube ich, ist er wirklich mit 5, 6 Runden schon vor. Okay, danke Klaus Peter Kohl. Bitteschön. Ralf, du hast diese Runde unentschieden gewertet, 10-10. Und hier sehen wir eine gute Aktion Michalczewskis, der linke Jab. Kurz und trocken, noch einmal, aber sofort. Nun wird die Zeitlupe leider gestoppt. Sofort der Versuch des Konters von Giovannini. Ja, Giovannini lässt sich also auch durch Treffer nicht stoppen. Er versucht immer noch mal zurückzuschlagen. Das linke Auge Giovannini schon sehr, sehr stark geschwollen. Die Augenbraue. Vielleicht sollte gerade deswegen auch Darius nun häufiger auch einmal die rechte über die Außenbahn bringen. Ja, sicher. Aber er braucht nicht durch die, über die Außenbahn gehen. Giovannini kommt über die Außenbahn. Deswegen sollte Darius durch die Mitte gehen, in dem Augenblick, wo Giovannini eben über die Außenbahn kommt. Der tiefe Kopf von Giovannini scheint den Ringrichter in keinster Weise bis jetzt zu stören. Er mahnt ihn also sehr selten wegen zu tiefen Kopfabduckens. Ein ähnliches Bild, das man ja schon in beiden Bot-Duellen gesehen hat. Aber damit muss Michalczewski zurechtkommen. Das wusste er vor diesem Kampf, dass es schwer werden würde, gerade weil dieser Nestor Giovannini sehr, sehr unorthodox boxt. Ja, sicher, da konnte man sich, also da hatte man lange genug Zeit, um sich auf diesen Mann einzustellen mit seinen Unsauberheiten und seinen Spielränzchen, die er macht. Ja, hier sollte sich Michalczewski wieder lösen, da haben wir es gesehen. Er sollte es so machen, wie wir es gerade 2, 3 Mal gesehen haben. Beweglich nach vorne, schnell wieder zurück vom Mann hinter diesem linken Jab geschützt. Das ist richtig, ja. Aber er ist teilweise auch ein bisschen selber schuld an diesen Situationen am Mann, weil er einfach in den Mann reingeht, ohne zu arbeiten und Giovannini auf sich zukommen lässt. Und dann stehen sie Mann an Mann und nichts passiert, großartig. So, nun eine Verwarnung für Giovannini wegen Haltens. Und so unterschiedlich können da die Meinungen sein. Wenn man denkt, er bekommt eine Verwarnung wegen zu tiefem Abduckens, dann bekommt er eine Verwarnung wegen Haltens, was mir bis dahin noch gar nicht so aufgefallen ist. Und Giovannini am Boden. Diesen Schlag konnte man kaum sehen. Und das sieht sehr nach dem Ende aus. Giovannini total benommen. Oh, oh. Gennaro lässt ihn ein paar Schritte auf sich zugehen und gibt den Kampf wieder frei. Und da rettet ihn wirklich in letzter Sekunde der Gong. Ja, nun bin ich mal auf die Zeitlupe gespannt. Dieser Schlag war überhaupt nicht zu sehen. Ralf, hast du ihn erkannt? Also von meiner Warte aus hier, von meinem Sitzplatz hier aus, konnte ich den Schlag auch nicht erkennen. Aber das sind ja eben die gefährlichen Schläge, die meisten zu K.O.s führen. Die Schläge, die man nicht sieht, also auch der Gegner, er sieht sie nicht auf einmal, klicken die Füße weg. Und hier kommt der Schlag. Diese Rechte von oben nach unten gezogen und die scheint es gewesen zu sein, diese Rechte. Ja, kann man selbst aus dieser Perspektive jetzt über die Kamera vielleicht jetzt. Duckt ab, ja. Aufs Ohr. Genau, an die Schläfe. Und mit etwas Verzögerung zeigt Giovannini Wirkung. Ja, Ralf, diese Runde? Ja, ganz klar 10-8 an Darius. Ja, Ralf, da kam die von uns so oft geforderte Rechte. Da war sie, ja. Darius darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen, zu überhastet jetzt auf den K.O. zu gehen. Diktiert jetzt den Kampf. Giovannini versucht, wenn es brenzlig wird, sofort zu clinchen, zu klammern. Halt,
Halt your head, halt your head. Break it up, break it up, let's go, break it up, let's go. Up, 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 up. Bring them down, let's go, up. Break, break, break. Ja, die Linke kommt nicht mehr so explosiv, dadurch kann Giovannini... Und da war die Linke im Konter. 3, 4, 5, 6. Wird auf Spanisch angezählt und ausgezählt. Das war's. Darius Michalczewski, auch Cruisergewichtsweltmeister. Das war es, liebe Zuschauer. Das macht die Klasse eines Boxers aus. Wenn nicht nur in der Schlaghand, sondern auch in der Führhand Schlagkraft steckt. Und das hat er hier eindrucksvoll bewiesen. Ja, Giovannini war zermürbt. Ich glaube, da war nicht nur Schlagwirkung bei diesem K.O. Er war einfach entnervt. Er hat sich selber aufgegeben. Eine schöne Geste, die wir da vorher gesehen haben. Darius Michalczewski lief als erstes zu Giovannini rüber. Und nun lässt er sich hier natürlich in der ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle feiern. Weltmeister im Cruisergewicht, Weltmeister im Halbschwergewicht, das zur selben Zeit. Ein tolles Resultat. Aber er hatte doch sehr große Probleme mit diesem Lester Giovannini. Ich glaube, jeder hier in der Halle und auch selber Darius hätte sich diesen Kampf leichter vorgestellt. Aber zum Schluss zählt nur das Endresultat. Immerhin ging es um eine Weltmeisterschaft und da kann man eben nie davon ausgehen, dass so ein Kampf leicht wird. Ja, und dieser Lester Giovannini hat sich hier wirklich, wie er es angekündigt hat, da haben wir ihn im Bild, teuer verkauft. Hat bis zum Schluss alles gegeben. Und ich denke mal, die Zuschauer hier in der Halle werden ihn sicherlich in guter Erinnerung behalten. Er hat zumindest alles versucht. Er hat alles versucht. Er hat hier versucht, einen großen Kampf zu machen. Seine boxerischen Mittel sind eben nicht so groß, dass er technisch hätte Darius etwas entgegen. Und hier sehen wir die Anbahnung des Knockouts. Ja. Die Rechte sehr weit hergeholt. Ein großer Fehler, die Deckung offen und direkt im Konter mit der Linken. Darius Michalczewski zum Kopf von Giovannini. Ja, das war der berühmte halbe Schritt. Nestor Giovannini schlägt vorbei und er kann kontern. Noch einmal aus einer anderen Perspektive die weit von hinten geholte Rechte und dann sofort der kurze Konter, die kurze Linke zum Kopf. Der Tiger V. Ich hoffe, liebe Zuschauer, über die Außenmikrofone kommt diese Stimmung zu Ihnen rüber. Und hier haben wir deine Rundenwertung, Ralf. K.O. in Runde 10, inklusive Runde 9, 90 zu 84. Also auch nach Punkten hätte Darius Michalczewski diesen Kampf sicherlich glatt gewonnen. Ja, also ziemlich klar hätte er gewonnen. Giovannini hätte eigentlich nur noch durch den K.O. gewinnen können, den Kampf. Hier wird ihm nun auch der zweite Gürtel überreicht. Den im Halbschwergewicht hat er ja schon. Nun also der Weltmeistertitel im Cruisergewicht. Und die große Frage wird nun sein, wird Darius Michalczewski im Halbschwergewicht bleiben? Denn eigentlich, Ralf, ist er ja durchaus ein richtiger Halbschwergewichtler, nicht unbedingt ein Cruisergewichtler. Du bist ja ein Cruisergewichtler, du kannst das gut beurteilen. Ja, er könnte wahrscheinlich auch im Cruisergewicht boxen. Aber körperlich ist er eben im Halbschwer stärker, ganz klar. Und man muss abwarten, welche Angebote jetzt vielleicht in der nächsten Woche schon reinkommen. In der WBO steht ja mein Thomas Hearns an Nummer 1. Und da muss man abwarten. So, nun scheint das Urteil bekannt gegeben zu werden. Natürlich nur noch eine Formalie. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, ein Boxer macht Geschichte. Erster deutscher Profiboxer mit 2 WM-Titeln. Und neuer Weltmeister im Cruisergewicht, der Tiger Darius Michalczewski! Das Küsschen für Mama Maria. Im Hintergrund sahen wir auch seinen alten Trainer,